Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Nutze die Chance. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Modric. Gut gelöst, die Situation. De Bruyne. Toni Kroos. Hier ist Messi. Er probiert es mal mit dem Hin. Gefährlich. Das wird nichts. Weit vorbei. Bernardo Silva. Hier ist Messi. De Bruyne. Da kann er sich lösen. Ah, dieses Balltreiben, das gefällt mir. Was er wohl als nächstes vorhat. Probiert's. Pfosten. Da hätte er sein Solo veredeln können. Es gibt einfach Spieler, die können den Unterschied ausmachen. Es gibt Spieler, für die alleine man schon ins Stadion gehen sollte. Er gehört mit seinen Dribbelkünsten ganz ohne jeden Zweifel dazu. Er könnte zum Tor ziehen. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Also das ist wunderschön anzusehen. Hier steckt richtig Bewegung drin. Viele Spieler, die sich gleichzeitig freilaufen. Dann hast du als Ballführender eine Menge Optionen und dir gehen nie die Anspielstationen aus. Also lieber den Gegner ausspielen, als sich wirklich auf Zweikämpfe einlassen. Völlig richtig. Weshalb solltest du dich denn auf Zweikämpfe einlassen, wenn deine Mitspieler so wunderbar freistehen? Messi. Der Ball kommt zu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Abpraller und bitte. Freistoß und das auch zurecht. Einfach mal entsorgen. Toni Kroos. Clever gespielt. Richtig gutes Stellungsspiel. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Er sollte sich jetzt mal wirklich ein bisschen zusammenreißen, sonst geht er hier gleich runter. Ja, der Schiedsrichter hat eine Menge Geduld und belässt es noch mal bei der Ermahnung. Aber irgendwann ist Feierabend. Alexandro, Cristiano Ronaldo. Ein sehr kluger Pass. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Einfach mal nach vorne gedroschen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Messi. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. De Bruyne. Harry Kane. Toni Kroos. Jetzt eine halbe Stunde gespielt. Die Schussgelegenheit. Modric. Da sucht er seine Vordermänner.
Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Der Ball ist im Aus und es gibt Abstoß. Also von Passgenauigkeit kann hier überhaupt keine Rede sein. Bernardo Silva. Auf Achse ist er. Jetzt startet er durch. Hier ist De Bruyne. Gute Defensivarbeit des Gegners. Gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Fast logisch. Jetzt aber. Zu unkontrolliert. Sie schalten nicht nur unglaublich schnell um, sie versuchen auch mit möglichst vielen Leuten nach vorn und vor den Ball zu kommen. Messi. Cristiano Ronaldo. Und die Kontergelegenheit. Da war er voll auf der Höhe. Er zieht durch. Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Das ist eine schlimme Form von Chancenwucher. Und Sie kennen die alte Fußballphrase. Wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Und einfach das Bein reingestellt. Freistoß Beşiktaş. Da war ein Pfiff, wahrscheinlich abseits. Modric. Physisch enorm präsent. Auf geht's in die Kabine. Es ist Halbzeit. So, das war also die erste Hälfte. Keine Tore, aber ein extrem hoher Unterhaltungswert. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Und ich bin gespannt, ob dann die Treffer auch fallen werden, die eigentlich schon längst hätten fallen müssen. Keine Treffer im Durchgang 1, also alles noch offen.
Alles ist wieder bereit. Ich bin mal gespannt, wie die hier aus der Kabine kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, am Ende steht es hier nicht 0:0. Beide Mannschaften wollen gewinnen. Schon läuft der Gegenangriff. De Bruyne. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Bernardo Silva. Alex Sandro. De Bruyne. Und macht er das? Das ist die Möglichkeit. Piqué. Schönes Ding. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Messi. Und vorbei. Messi. Mit einer ganz starken Aktion. Wenn er hier durchgekommen wäre, das hätte ein tolles Tor werden können. Er wollte es alleine machen, er hätte es besser nicht. Abschluss! Lecker, der Schnitt, ja, mein lieber Schwan. Wenn du so alleine gelassen wirst, ist es echt schwer, diese Chance nicht zu nutzen. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Und damit steht's 1:0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Die lassen da aber auch gar nichts durch. Cristiano Ronaldo. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen... Modric. Mit dem Foul, das gibt Freistoß. Ich finde das regelrecht unappetitlich. Sie wissen, was dieser Typ drauf hat. Und deswegen bearbeiten sie ihn mit sämtlichen unfairen Mitteln. Das ist Cristiano Ronaldo. Messi. Beide Mannschaften schenken den Ball zu schnell wieder her. Auf die Seite gespielt. Oh, aber der war sehr schwer zu verarbeiten. Toni Kroos. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Da braucht der Schiedsrichter nicht lange überlegen. Beşiktaş. Schon mit zweimal Gelb. Starker Ball. Hält er drauf? Messi. Wird hier klar gefault. Messi. Sieht hier seine Gelegenheit. Was der mit einem ruhenden Ball veranstalten kann, das hat er oft genug bewiesen. Mal sehen, ob es ihm auch heute gelingt. Messi. Alisson hält. Das ist eine gute Reaktion. Also überhaupt keinen Vorwurf an den Schützen. Das war ein klasse Freistoß. Aber das ist ja auch ein klasse Torwart. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Sie rennen da gegen eine Wand. De Bruyne. De Bruyne. Klares Foul an ihn. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Ball ist draußen, Einwurf. Beşiktaş. Lässt seine schnellen Spieler vorne stehen. Also für mich sieht das aus, dass sie auf Konter setzen. Definitiv setzen sie auf Konter. Sie sparen etwas Kraft für diese Gegenangriffe. Aber sie stehen natürlich defensiv deutlich wackeln. Lindele geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache.
Beide bringen neues, frisches Personal. Die Partie ist wieder völlig offen. Mein lieber Schwan, was sieht er da für ein Ding aus dem Schuh? Was für eine Distanz. Er trifft ihn. Am Tor vorbei. Da kommt er dribbeln durch die Mitte zum Abschluss. Das darf eigentlich nicht passieren. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Piqué. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Wolfsburg. Schon mit zweimal Gelb. Hazard. Physisch enorm präsent. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Und das Ding ab. Ab in Richtung. Sensationell. Das ist ein klasse Treffer. Und sie liegen wieder vor. So, Hansi. Jetzt bist du dran. Direkt vor dem Tor, das ist doch der Hochsicherheitsbereich, der ganz besonders bewacht werden muss. Aber die Wachmannschaft, die macht wohl irgendwie Urlaub. Und sehr Neymar. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. De Bruyne. Ein Blick auf die Uhr und Sie wissen, wir haben nicht mehr lange Zeit. Aber vielleicht geht ja noch was. Der kommt an. Ja, der beweist der Auge. De Bruyne. Riesenmöglichkeit. Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Kimmich. Ende der Schlusspfiff ertönt. Wolfsburg schießt in dieser heißen kämpften Schlacht das entscheidende Tor mehr. Auch wenn der neutrale Beobachter sagen wird, dass ein Unentschieden gerechter gewesen wäre. Ich sage ihm, ich bin komplett fix und fertig. Das war so mitreißend, so nervenaufreibend.